Viel Erfolg. Dein Ernst. Also. Also wirklich. Sag mal. Boah, war das da jetzt hoffentlich nicht, dass ich da was drauf antworte, oder? Tobende Killergurke und normale Killergurke. 14 und 15. Nee, ich würde gern. Ich würde gern was anderes. Danke. So. Jetzt. Oh Gott, ich bin tot. Während meines Angriffs. Du musst mich nicht wiederbeleben, danke. Wenn man rausgehen würde, wäre. Ich weiß aber gar nicht, ob er sterben kann. Weil er ja bei uns so quasi gar nicht drin ist. Oh Gott, so. Schnell nur die Taste gedrückt. Komm schon. Es sind meistens immer nur so die letzten Lebenspunkte, die mir bei den Killern bei den Gegnern immer gefehlt haben jetzt. Au. So, du hast dich geheilt. Dann heile ich mich mal selber. Sollten wir eigentlich schaffen, oder? Sieht ziemlich gut aus. Scheiße. Madame, könntest du bitte weg? So. Heilen kann sie jetzt auch erstmal wieder. Scheiße. Immer so diese letzten. Jo, wir kriegen sie. Komm schon. Ja. Komm schon. Das mit dem Zaubern aus dem Menü wählen ist aber etwas störend. Ja, es sind nur die Items. Also, was heißt nur? Du kannst es. Die Kämpfe halt kannst du strategisch entweder machen. Du kannst es so machen, dass du manuell alles machst, so wie ich das mache. Du kannst es semi-auto machen, dass du halt
zum Teil selbst steuerst, zum Teil macht das der Computer. Und du kannst es halt komplett auto machen, dass du gar nichts machst, sondern die Kämpfe nur zusiehst und nur eingreifst. Diese drei Kampfmodi gibt es, wenn du das machen möchtest. Ich mache das halt am liebsten manuell. Deswegen, wenn ich zum Beispiel halt eingreifen muss, weil sie zum Beispiel erst sich heilt, was logisch ist, damit sie halt am Leben bleibt, ich aber selber kurz vorm Verrecken bin, muss ich halt leider rein und das machen. Aber es geht eigentlich recht fix. Ist zwar leicht störend, aber ja. Geht leider nicht anders. Man kann es quasi wie früher machen, ja. Quasi, es gibt einfach einmal das alte Kampfsystem, es gibt dann halt, ja, so, dass du beides machen kannst. Dann kannst du halt, wie gesagt, einmal nur zugucken. Was recht langweilig ist, weil warum willst du einfach nur zugucken? Oder du machst es halt komplett manuell. In bestimmten Gebieten treiben sich riesige Zeuge herum. Gegen sie zu kämpfen ist sehr schwer, aber du erhältst selten Objekte und viele FP, wenn du sie besiegst. Mhm. Der Grund, warum wir das gerade gemacht haben. 96! Okay, wir müssen kämpfen gegen die Viecher. 96, das ist schon heftig. 96 ist... Einmal. Fertigkeitenmatrix. Ja, ich hätte gerne erstmal die 300. Dann erledigt das eine da erstmal vollständig. Warte, das könnte ich auch noch einmal benutzen, sonst können wir bald nicht mehr heilen. Das ist halt auch so das Problematische. Es gibt halt hier, also wir haben einmal unsere, ja, die FP, wir haben dann einmal unsere Lebenspunkte, unsere Fertigkeiten, diese Sternchen, die wir halt unten während des Kampfes haben, das sind halt die Punkte, womit wir unsere Fertigkeiten halt nutzen können. Das heißt, wenn wir einen nutzen, geht so ein Punkt weg. Und wenn wir halt erstmal keine Fertigkeiten mehr nutzen, lädt sich das wieder auf. Das heißt, es gibt in dem Fall keine MP. Das Schwierige daran ist, du kannst nur einen gewissen Ansatz an Heilung einsetzen. Dafür ist das hier, diese HP. Wenn die Anzeige auf 0 ist, darfst du keine Heilzauber mehr einsetzen. Das heißt, du musst zusehen, dass diese HP-Leiste nicht leer wird. Sonst darfst du keinen Heilzauber benutzen und du verreckst. Du kannst aber zurzeit halt dieses Orangengel, was ich gerade benutzt habe, kannst du zurzeit noch nicht kaufen. Was das Ganze etwas schwieriger macht. Wir haben alles für den letzten ersten Boss ausgegeben. Weil der doch etwas sehr haarig war. Sehr, sehr haarig. Und du kannst sie halt doch nur darüber aufladen. Oder wenn du halt ans Lagerfeuer gehst. Wenn du ein Lagerfeuer hast, dann lädt sich das dann auch auf. Und ich glaube auch durch Nahrung, wenn du das richtig benutzt. Aber da wir nur gerade nur drei Gerichte machen können, ist das problematisch. Die Gerichte gehen halt auch nur beim Lagerfeuer. Beim Lagerfeuer oder in Gaststätten. Also alles nicht so ganz einfach. Hallo. Dieses kleine Gegnerleinchen. Okay, es sind 4 Punkte, die wir da gerade haben. Keine 3. 5. Punkte.
Man ist tatsächlich auch nass, wenn man im Wasser gewesen ist. Das ist cool. Hallo, Gargoyles. Das Levin ist schon nicht einfach. Also ich glaube, hier drin gibt es keine Euler. Ich habe zumindest bisher noch keine gesehen. Oder gehört. どうした？また考え事か。俺たちはビエザを倒して、カラグリアをレナから解放した。今度はシスロディアのダナ人を助けようとしている。苦しんでる同胞を助けてやりたいとは思う。だけど、その先のことはどういうことになるんだ？いい質問だ。数でなら、 ダナはレナを圧倒しているが、武器を取るものは少ない。その武器にしても、レナのものに遠く及ばん。仮にスルドを全員倒して、ダナ全土を解放できたとしても、まだレネギスとその後ろにレナの本国が控えている。今連中が本腰を入れて反撃してきたら、俺たちに勝ち目はない。たとえ炎の剣がどれほど強力であったとしてもだ。 明日の敗北のために今日の勝利を捨てる必要はない。戦うことでもう一日生き延びられるなら、その価値はある。その一日を使って明日勝つためにできることをするんだ。より現実的な話をすると、連中がその力があるのに俺たちを一掃しないのは俺たちが必要だからだ。だから、 連中が本腰を入れる前に十分な力をつけ、交渉の場に引きずり出す。レナと交渉するの？気持ちはわかる。だが、俺たちが生き残るにはそれしかない。そんな、でも、そんなのって。話は終わった。先を急ぎたいのだけど。シオンはどう思っているんだ？全てのスルドを倒した後は。 私たちは同じ目的のために戦ってるわけじゃない。答える必要はないわ。Okay. Also raus aus der Höhle. Ah, okay, wir kommen. Von heißer Wüste kommen wir in Eiseskälte. ここがシスロディア。 主府まではどのくらいだ？ まだだいぶ先だよ。ズーグルもカラグリアとは違うから気をつけて。わかった。これは離れず進んだ方がいいな。あ、おい、シオン！密集して襲われても銃では反撃しにくいでしょ。あなたたちの後を追うわ。そうか、わかった。なんだよ。カラグリアじゃだいぶ打ち解けてたじゃないか。あのね、 ここは敵地よ。いつまでも浮かれ気分に浸ってもらっては困るの。気にするな。あいつなりのけじめってやつだろ。それに考えてもみろ。茨があるあいつに関わろうとする人間が過去にそういたとは思えん。そんな相手に痛みを感じないからって。お前は近づきすぎたのさ。そういうものか。
あいつは一人でダナに来たんだ。だがいつどでも故郷を思うそぶりを見せたか。いや、それだけであいつが並々ならぬ事情を抱えてるのは分かると思うさ。そうか。それを含めて支えてやるのもお前の務めってことだ。これから長い付き合いになるだろうしな。仲良くやれよ。仲良くって。さあ、行くぞ。 Schnee und Eis. Iron, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie war dein Tag bisher? Hier sieht echt schön aus. Wir sind mal was anderes als Wüste. Wir kriegen jetzt Kopfsalat. Geil. Okay, wahrscheinlich kann man da dann runterspringen oder so. Wir gehen erstmal geradeaus. Eiswolf. Sehen aber genauso aus wie die... Nein. Ja, aber das allein hat Inventur und unsere Technik spackt. Das ist ganz gut und selbst. Und mir geht's heute auch ganz gut. Ich kann mich zumindest nicht beklagen. Aber Inventur klingt lästig. Kenne ich von Wishes. Der ist ja bei sich in der, oder auf der Firma ja auch. Da immer Inventur. Da unten ist ein Lagerfeuer. Wie kann man sich gar nicht vorstellen, dass direkt dahinter diese Wüstenregion ist. Oh. Okay. So, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Wir müssen zum Glück noch vorarbeiten. Heute Abend um 21 Uhr kommt eine Firma und macht das Zählen. Na, das ist ja wesentlich gut. Jetzt stell dir mal vor, du musst... Oder ihr müsst das dann selber zählen. Vorarbeit geht dann ja noch. Das Spiel sieht seltsam aus. Ist ein JRPG. Es kam jetzt letzten Freitag kam es raus. Ich weiß nicht, ob dir die Tales of-Reihe was sagt. Also... du schon mal in Tales of gespielt hast. Ich würde in drei kotzen. Das glaube ich. Das glaube ich. Also eigentlich, also zum Spiel, es ist... ja, kein klassisches JRPG, also vom Kampfsystem nicht mehr ganz so klassisch. Storymäßig. Ja, ich denke mal, es wird halt wirklich wieder so ein schnückliges kleines JRPG sein. Gibt mehrere Teile von dieser Reihe, sind aber alle ineinander abgeschlossen. Also, wenn du zum Beispiel Tales of Symphonia spielst, kannst du trotzdem die anderen Teile spielen. Oder wenn du das allererste gespielt hast, kannst du das hier auch spielen, weil die hängen halt einfach nicht zusammen, die Teile. Das ist das Gute an der Reihe. Dass du nicht gezwungen bist, die Vorgänger gespielt zu haben. Es ähnelt Final Fantasy sehr. Also klar hat es so seine Eigenheiten, wie jetzt hier mit dem Kampfsystem. Ist halt ein anderes. Aber es weiß trotzdem Teil. Und da ich es mir vorbestellt hatte, weil ich... Das war etwas, was ich mir selbst zum Geburtstag geschenkt hatte. Und ich es mit Freude am Freitag gestartet habe. Ich bin Fan von solchen Spielen. Und bisher ist es echt gut. So muss ich sagen.
Ich hatte zu Anfang so meine Schwierigkeiten. Aber langweilig wird es nicht. Und teilweise gewisse Kämpfe sind echt mega fordernd. Obwohl ich, also ich glaube, es gibt 3 Schwierigkeitsstufen. Oder 4. Warte mal. Ich muss gerade mal gucken. Ja, es gibt einmal Handlung. Das ist halt das Einfachste. Normal, Mittel und Schwer. Okay, es gibt 4. Und dafür, dass ich es auf Normal habe, ist es recht knifflig. Das ist nicht das Schlechteste. Das stimmt. Das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Wir kriegen Geld. Money, money, money. Ich war mir auch so frei und habe es in der Collector Edition geholt. Deswegen habe ich hier zum Beispiel ein anderes Kostüm als das eigentliche. Weil das hier ist zum Beispiel eigentlich unser Hauptkostüm. Was wir eigentlich haben. Dadurch, dass ich mir so suchtihaft, wie ich war, die Collectors Edition geholt habe, haben wir hier auch noch andere. Die wir alle nach und nach irgendwann mal anziehen werden. Ja. Ja, ich habe ja hier noch den Waffenskin. Ja, ja. So. Habe ich für jeden Charakter. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Oh, Tomaten. Ich brauchte es einfach. Ich brauchte es. Kennt dich ja. Wenn ich was Tolles, Schönes sehe, ich, ne? Ich möchte es haben. Ich hab's momentan mit einer 1800 und das ist Typ bei Halla. Beides sehr geile Spiele. Beides sehr, sehr geile Spiele. Und beides auch Spiele, die ich auch irgendwann mal im Stream spielen möchte. Also Anno 1800 ist sowieso geil und Valhalla habe ich leider noch nicht so viel von gespielt. Aber hatte ich mir, als es rauskam, ja auch vorbestellt gehabt. Auch in der Collector's Edition. Ich kam nur leider noch nicht zu und das ist das Schlimme daran. Ich wollte es so gern spielen. Ich glaube, ich habe 3, 4, 5 Stunden vielleicht gespielt. Aber ich kam einfach nicht dazu, dann weiter zu spielen, weil dann habe ich ja mit Streamen angefangen und... Ja, das Stream nimmt dann doch schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Und dann gibt es da auch noch dieses wunderbare Ding, das nennt sich Privatleben, was ich nicht mehr besitze. Weil ich einfach die ganze Zeit hier irgendwelche Spiele suchte. Aber nicht die, die schon seit Jahren bei mir in der Liste sind, sondern immer die neuesten gerade. Wenn so viele tolle Spiele jetzt rauskamen. Das ist so schlimm. Das spiele ich aber auf PS4. Ja, auf PS4 habe ich es leider. Ich habe es mir tatsächlich direkt am PC vorbestellt, weil solche Spiele kann ich meiner Meinung nach besser am PC spielen. Bei... Ja, wobei, nee, den Controller hatte ich für Assassin's Creed nicht. Real Life, wer braucht schon sowas? Ja, ist so, Iron, ist so. Vor allem, ich weiß nicht mal, wie das überhaupt geschrieben wird. Ah, schön. Ja, ist hier noch ein wenig Platz für uns. Dieses Feuer verurteilt niemanden. Jeder ist herzlich eingeladen, seine Wärme zu genießen. Alfin, warte. Hast du vergessen, was ich gesagt habe? Ich weiß, ich möchte nur ein bisschen mehr über unser neues Reich erfahren. Ich sehe, ihr habt eine Menge Gepäck dabei. Was schleppt ihr damit durch herum? Das sind mehrere Waren zum Verkaufen, wie Medizin. Dazu kommen meine Werkzeuge, mit denen ich von Zeit zu Zeit Zubehör aus Erz herstelle. Hast du gerade Zubehör gesagt? Du meinst, die Leute hier unten auf Dana tragen die auch? Jetzt bin ich interessiert. Bist du ein guter Handwerker? Ich sage dir was. Ich werde mir einige deiner gefertigten Sachen selbst ansehen. Was?
Okay. Mein PC packt das leider nicht. Ich bin totaler Konsolenmensch. Ja, war ich auch, bis ich dann halt mit Stream angefangen habe. Beziehungsweise, erst kamen ja die Let's Plays auf YouTube. Und dann, da war ich halt immer noch so, okay, ich muss alles mit Controller zocken. Und dann gab es die ersten Spiele, die keine Controller-Unterstützung hatten. Wo ich dann gesagt habe, oh scheiße, okay. Da kann ich gerade mal die WASD-Taste. Alles andere dachte ich so, oh scheiße, okay, warte, wo ist die Taste? Weil ich halt sonst nie mit Tastatur großartig was gemacht habe. So, und dann kam das Stream. Ja. Und jetzt würde ich gerne mich mal an meine Konsolen setzen. Ja. Ich habe die Zeit da nicht mehr für. Weil dann, wenn ich Zeit hätte, verbringe ich sie logischerweise mit Frisches. Weil, ne? Ihr braucht auch so ein bisschen Liebe. Liebe, Zuneigung, Zuwendung. Ich natürlich auch. Dann haben wir noch unseren ganzen Zoo. Und unsere Tiere. Familie. Papierkram. Ja. Und dann müsstest du dich ja eigentlich noch aufs Sofa setzen. Irgendwann mal. Aber das Problem ist, wenn ich dann die Konsole anschmeiße, mich hinsetze, zocken möchte, ich penne ein. Ich penne nach 2 Sekunden ein. Weil ich einfach so fertig bin. Ey, das ist schlimm. Ich würde so gerne wieder an der Konsole zocken. So gerne. Aber ich habe einfach keine Zeit dafür. Wahrscheinlich, wenn Frisches das nächste Mal in den Außendienst fährt. Der fährt jetzt, glaube ich, bald in die Schweiz. Da habe ich dann vielleicht 2 Tage mal Zeit, um mich wirklich mal wieder an die Konsole zu setzen. Und das werde ich auch machen. Dann werde ich mir dann nochmal 2-3 Tage Zeit nehmen. Da wird es wahrscheinlich nur 1 Stream geben in der Zeit, wenn er weg ist. Geht sowieso nicht mit Hund, weil die Länge, wie ich streame, da muss ich auch irgendwann mit Wauzi raus. Und Wauzi braucht auch meinen längeren Spaziergang als nur einmal im Häuserblock. Deswegen. Ich muss mal gucken, wie ich das dann mache, wenn er in der Schweiz ist. Metallgravierer. Der Metallgravierer kann Zubehör für dich fertigen und verwendet dazu Erz, das du an Abbaustellen förderst. Wenn du dein Zubehör verbesserst und neue Fertigkeiten dafür aktivierst, kannst du diese Fertigkeiten sogar auf neues Zubehör übertragen. Okay. Zubehör fertigen. Du kannst Erze nutzen, um Zubehör zu fertigen. Wähle ein fertigendes Zubehör und das Erz, dass du das Material nutzen möchtest. Die Seltenheit und mögliche Bonusfertigkeiten dieses Erzes werden dann für das gefertigte Zubehör übernommen. Erze können bis zu 4 Fertigkeiten besitzen. Seltene Erze bieten mehr Fertigkeiten. Um diese Bonusfertigkeiten zu aktivieren, muss das Erz aus gefertigtem Zubehör verbessert werden. Okay. Ja, gut zu tun. Ich bin froh, dass ich einen zweiten Bildschirm habe. Dann mache ich am PC einfach ein paar Dinge und auf dem zweiten Bildschirm zocke ich PS4. Ja gut, das geht auch. Stimmt, über den PC könnte ich auch PS4 zocken. Aber... Es wäre so schön, wenn der Tag paar mehr Stunden hätte. Allerdings müsste man, wenn der Tag länger dauern würde, müsste man trotzdem alles andere noch machen. Dann hätte man mehr Zeit für die Sachen, die man machen muss. Statt für die Zeit Sachen, die man machen möchte. Okay, das können wir beides nicht machen. Sie senkt den Schaden, den du durch Feuer- und Wasserelementalangriffe erleidest. Licht und Dunkel. Resistenz. Lähmung annullieren. Immunität gegen Lähmung. Ja, dann nehme ich doch erstmal das gegen Lähmung. Alexstein. Hauptfertigkeit und die Nebenfertigkeit. Okay. Zubehör verbessern. Wenn du ein Zubehör verbesserst, erhöht sich sein Level und Bonusfertigkeiten werden aktiviert. Benötigst dafür Erze und anderes Zubehör. Je seltener beides ist, desto mehr Level steigt dein Zubehör beim Verbessern an. Okay. Zubehör aufwerten. Okay. Rydan-Erz.
aufwerten. Achso. Und wenn ich das jetzt noch einmal mache. Okay. Voll aufgewertet. Gerade zur Aufgabe gemacht für meinen Pen and Paper, die von Fuchsmensch, einen Notizbuch zu machen. Viel Arbeit, aber macht doch Spaß. Aber das glaube ich. Dafür gerade kein Zocken. Oh. Ja, aber wenn es dir trotzdem Spaß macht, dann kann das Zocken auch mal Nebensache sein. So. Machen wir das auch mal. Level 1. Auch und damit kann ich dann... Okay. Okay. Wie findest du das? Habe ich den Test bestanden? Nicht übel, schätze ich. Nicht das Schönste, was ich je gesehen habe, aber zumindest sieht es praktisch aus. Wenn ich auf Erst stoße, komme ich vielleicht wieder. Bis dahin solltest du aber noch ein wenig besser werden. Ich weiß dein Urteil zu schätzen, meine Dame. Ich lasse dich nicht im Stich. Du solltest Shionen selbst zur Rede stellen, nicht drin will. Ich möchte nicht mit dir sprechen. Machst du das, Alfen? Na gut. Okay, ist Loki von Marvel nachgemacht. Ich kann mich jedes Mal in das machen vor Lachen. Oh Mann. Da kommen wir wieder auf Loki zu sprechen. Ich habe den Film übrigens immer noch nicht gesehen. Schande über mein Haupt. Ich habe immer noch keine Ahnung von Loki. Es ist kalt hier draußen. Setzen wir uns und essen was, damit wir uns etwas aufwärmen. Gute Idee, aber ich habe keinen großen Hunger. Ja, man sollte nie mit leerem Magen in den Kampf ziehen. Man weiß nie, wann der Feind angreift, also... Mhm. Leon, du musst nicht um den heißen Brei herumreden. Du kannst ruhig zugeben, dass du Hunger hast. Warum solltest du sonst was essen wollen? Na schön. Warum dieses Magenknurren? Jetzt wird's rot. Wenn ich es mir recht überlege, wir müssen etwas essen, Leute. Yes. Ich mache uns was Feines. Wie wär's mit einem Rezept, das unter uns Karmesinkrähen beliebt ist? Verbrennt sie. Oder bist du Europafrau? Dann laminiert sie. Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß, wir haben da... Wir hatten im Discord drüber geschrieben. Ich muss es unbedingt nachholen. Ich weiß es. Ich möchte es auch unbedingt nachholen. Was für ein Schmaus. Du kannst echt besser kochen, als ich dachte, Sephir. So, ne? Ja, das war echt gut. Danke. Schön, dass es euch geschmeckt hat. Mhm. Willst du noch einen Teller? Wie du schon sagtest, es ist nicht gut, mit dir im Magen zu kämpfen. Nein, danke. Hier unten ist das verdammte Zeug, sonst schmeiß ich es weg. Gut, wenn du darauf bestehst. Wie süß. Rinwill mag sie überhaupt nicht. Sollte noch 3 Versuche dauern, bis Shion endlich zufrieden war. Boah. Rezept für Gemüsesuppe. Shion. Okay. Wir ruhen uns trotzdem immer aus, weil das hat leider nichts für unseren Kings Watch 2 Story, ne? Sehr gut. Gucke ich mir dann später auf jeden Fall an. Ich bin gespannt. So, hier hinten waren wir noch nie, ne? Hier ist übrigens auch wieder ein Erz. Gut wieder gekämpft. Ja, nicht in der Luft, bitte. Muss mal gucken, dass ich ihren Schwalbenklinge halt mal austausche. Hm.
Und Erz. Donnererz. Okay. Ja, mir scheint sie dann doch nicht zu geben. Kann ich hier rein? Ja, kann ich. Gemütlich. Und wir haben Hühnchen bekommen. Als Dämonenzahn. Ja, das setzen wir mal ein. Da kann ich leider noch nichts machen. Fertigkeitenmatrix hier. Dann haben wir eins schon mal komplett fertig. Dann kommt als nächstes das hier unten. Mit rauer Wind und Sternstaub. Würde ich zumindest mal sagen. 800 brauchst du, um das fertig zu machen. Was machen? Weiß es nicht. Irgendwas wollte ich, glaube ich, noch machen. Yes. Ich doch. Kore de atarashii ryōri o tsukuro to omou. Koushinryō wa watashi ga kanri. Und noch mehr Eiswürfe. Ja, der Angriff ist auch besser. Ja, weil bei dieser Schwalbenklinge bist du halt die ganze Zeit nur zurückgegangen. Und das dann halt, während du zurückgehst, deinen Angriff gemacht. Und das war halt scheiße. Ringwell, amari mai ni deru na. Itsu doko kara Zugul ga arawareru ka wakaran. Daijoubu da yo. Kuru toki datte nan toka natta shi. Ii kara sagatte iro. Sonna, dame da yo. Watashi ga tanonde kite moratteru no ni. Omae ga taoretara annai yaku ga inaku naru. Sore ni kiken wo hikiukeru no wa oiboru no yakumu da. Demo... お前には、この国の抵抗組織とつないでもらわなきゃならん。それまで元気を取っておけ。うん。ありがとう。でも確かに、どうやって通り抜けたの？ズーグルに全く遭遇せずに済んだとは思えないけど。何かうまく隠れる技でもあるのか？ああ、うん、そうそう。私ってほら、こう見えても結構すばしっこいから。 そうか。何にせよ、運も良かったんだろうな。すばしっこいね。いつかまた怖くて、その時は、笑顔でいたい。何億だと聞いた。流れても、あなたとならば、人はそれぞれ背負う。 強く生きるため弱さを隠して忘れずに挑みが始まる。